Herzlich willkommen im Playoff-Halbfinale, hieß es am Wochenende auch für die Wiener Austria nach dem 2:1-Sieg gegen St. Pölten. Und jetzt geht es in der letzten Runde um den Heimvorteil. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu Dein Verein Austria Wien. Begrüße Sie gemeinsam mit einer Austria-Legende, mit Manuel Ortlechner. Hallo Manu. Servus. Hi. Wie souverän war der Sieg der Austria? Schon sehr. Also ich denke auch in Anbetracht der Umstände, dass es doch noch um sehr viel auch ging und dass man sich auch eine gute Ausgangssituation verschaffen will Richtung Europa League, Playoff, speziell Richtung Heimvorteil natürlich. Glaube ich, hat man die Aufgabe ganz gut abgehandelt. Ja, hören wir gleich einmal eine Analyse, und zwar jene eines Torschützens Alexander Grünwald nach diesem Sieg. Ja, wir wünschen uns das alle, dass wir Spiele gewinnen. Aber ich denke, speziell noch ein Hartberg-Spiel, was sehr gut war, haben wir gewusst, dass uns heute ein schwieriges Spiel erwartet. Ich denke, wir sind ganz gut reingekommen, haben dann zwischenzeitlich ein bisschen einen Hänger gehabt. Man hat gesehen, St. Pölten hat alles probiert, um natürlich das abzuwenden, dass sie in die Relegation müssen. Und ja, uns tut das sehr gut. Wir wollen natürlich unbedingt auch ein Heimspiel haben. Und mit einem Grünwald-Tor dann auch noch, wie viel Erlösung war da dabei? Für Sie persönlich war erst Ihr zweites Saisontor, aber auch bei diesem Jubel die ganze Bank noch mitgenommen. Ja, das waren in letzter Zeit mehr meine Kollegen da draußen als die drin. Ich habe mich einfach gefreut. Ja, erstes, zweites Tor, man muss ja auch die Spielzeit berücksichtigen. Und wenn ich gespielt habe, meist auf der 6 gespielt. Aber ja, ich habe halt, glaube ich, doch bewiesen, dass ich noch was drauf habe. Und es freut mich natürlich für mich persönlich, dass ich der Mannschaft helfen habe können. Große Erleichterung bei Alex Grünwald, klarerweise nach dieser Saison. Zweiter Saisontreffer im 18. Spiel, aber er hat nur 7 von Beginn an absolviert. Was war das für eine verkorkste Saison für ihn? Ja, der Fall Grün ist ein spezieller Fall, aber man muss schon den Hut auch vor ihm ziehen, weil es gab ja auch andere Fälle in dieser Liga schon, wo die Kapitäne auf der Bank saßen und sich komplett anders verhalten haben. Das muss man schon zugute halten, dass er da ein Teamplayer auch ist. Bei ihm ist auch speziell natürlich der Körper. Da gab es einige wirklich schwerwiegende Verletzungen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass er auch in Phasen auf der Bank oder auf der Tribüne dann war, weil eben eine schwere Verletzung gerade wieder auszuheilen war. Er hat sich immer durchgebissen. Er hat nach wie vor sehr viel Qualität. Das hat er auch richtig gesagt. Er kann auch einer Mannschaft nur immer weiterhelfen. Die Dosierung macht es wahrscheinlich bei ihm aus. Und das ist auch die Frage, wie es dann zukünftig mit ihm weitergeht, das ist auch so ein Thema. Genau, der Vertrag gibt es ja keinen, der läuft aus. Der läuft ja aus. Er hat jetzt mit allen zusammen gefeiert. War das ja sowas wie ein Abschiedshuddle? Das könnte natürlich schon auch sein, dass er weiß, dass vielleicht bei der Austria nicht mehr weitergeht, aber unabhängig jetzt, ob bei der Austria weitergeht oder nicht, ich glaube schon, dass man hoffentlich auch nächstes Jahr in der Bundesliga noch sehen wird oder vielleicht auch woanders. Da müsste man ihn auch persönlich fragen, was er sich vorstellen kann. Die große Frage bei ihm ist und bleibt der Körper. Der Körper, ja. Für die Austria geht es auf alle Fälle weiter, nämlich jetzt auch noch um diesen 7. Platz gegen Hartberg. Wenn wir uns die Tabelle ansehen, im Moment die Austria vorgereiht, eben beide mit dem Sternchen, beide die gleiche Punkteanzahl, aber eben die Austria das bessere Torverhältnis. Was spricht für die Wiener? Schauen wir uns die Gegner an. Die spielen gegen Ried auswärts. Hartberg spielt gegen SK in St. Pölten. Also ich würde schon meinen, dass die Austria die unangenehmere Aufgabe hat, weil die Rieders sich seit der Übernahme von Andi Herauf als das Defensivbollwerk der Liga erwiesen haben. Die sind unfassbar schwer zu knacken. Und man weiß nie, was kommt bei dieser Rotation. Das ist auch ein Riesenthema. Niemand rotiert so aggressiv auch wie der Andi Herauf. Und auf der anderen Seite, die Hartberger treffen auf St. Pölten. St. Pölten wissen wir jetzt auch seit dem Wochenende, da geht es in die Relegation. Sie sind, wenn man so sagen darf, nicht abgestiegen, sondern sie haben noch diese Chance, in der Liga zu bleiben. Und da ist die Frage, ob sie jetzt das Spiel gegen die Hartberger voll in den Fokus nehmen oder nicht, oder ob sie sie eher sehen in der Vorbereitung auf die Relegationsspiele. Das ist jetzt gerade die große Unbekannte, weil man muss ohnehin aus Austria-Sicht einmal schauen, dass man die schwierige Aufgabe einmal selber gut erlöst. Ja, Heimvorteil, das ist doch ein wesentlicher Faktor. Die sind im Moment sehr gut zu Hause in der Generali Arena, seit 5 Heimspielen ungeschlagen, und jetzt kommen auch wieder Zuschauer dazu. Das ist ein Faktor. Der springende Punkt natürlich, das sollte sich eigentlich als sehr positiv herausstellen, natürlich, dass Zuschauer wieder im Stadion sind. Wobei es natürlich sehr ungewohnt wahrscheinlich auch sein wird. Wir haben an dieser Stelle immer wieder auch einmal mit Spielern geplaudert bei deinem Verein, ob sie sich schon ein bisschen an das gewöhnt haben die letzten 1,5 Jahre. Und viele haben gesagt, ja, leider eigentlich. Es ist jetzt fast schon wieder Usus geworden, dass man ohne Zuschauer spielt. Das heißt, es wird auch ein neuer prickelnder Faktor reinbringen. Aber wir sind uns, glaube ich, alle ehrlich und einig, Fußball ohne Zuschauer ist irgendwie wie Brot ohne Butter. Ganz genau. Oder Suppe oder Salz. Es geht um dieses Ticket für die Quali zur Conference League. Da würde sich natürlich auch der kommende Trainer freuen. Nur wer ist es, Orti? Wer ist es? Es gibt mehrere Kandidaten, die immer wieder genannt werden. Ja, Schmidt, Manfred Schmidt, Markus Schaub, Ferdinand Feldhofer, Robert Ibertsberger. Ja, gute Frage. Aber wenn ich die 4 Kandidaten dahinter mir sehe und ich glaube, dass irgendwie auch jeder da in Frage kommen könnte, es würde für jeden auch irgendwo passen.
denke ich mal auch, Robert Ibitzberger war ja schon einmal für die Austria tätig, der kennt auch den Verein. Manfred Schmidt brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren, der kennt den Verein auch in- und auswendig. Und Schopp und Feldhofer sind für mich auch persönlich jetzt zwei Trainerkandidaten, die sehr, sehr spannend auch sind. Und Markus Schopp, wenn ich mir so vorgestellt, lässt auch einen Fußball spielen, der de facto auch irgendwo wie die Faust aufs Auge passen würde. Das wäre für mich eine Art Perfect Match. Also ich könnte jeden Kandidaten was abgewinnen. Ja, es kommt ja auch noch ein neuer Sportdirektor oder soll kommen. Ja? Wer wird? Dein Name ist gefallen, Orti. Kannst du mich magen? Du kannst mich nicht verlassen. Was ist da dran? Es gibt Zeitungen, die da, glaube ich, auch mehr wissen wie du und ich sogar. Stand heute, das kann ich auch offen sagen, habe ich auch gestern auf Sendung so gesagt, Stand heute ist nur fix, dass ich hier sitzen bleibe bei dir, weil ich auch noch ein Jahr Vertrag habe. Es gab auch nur kein Gespräch, ich bin an keinem Tisch gesessen mit der Austria, wir haben auch nicht verhandelt, sondern es gibt da nur Spekulationen. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also du kannst noch davon ausgehen, Stand heute, dass ich nächste Saison auch so neben dir sitze. Ja, aber die Zeit drängt, so viel steht fest, oder? Dass man ja, diese Entscheidung endlich trifft. Dem Thema generell muss man sich bei der Austria schon noch bewusst sein, dass der Faktor Zeit eher weniger in die Karten spielt. Aber ich glaube, das wissen Sie. Da braucht es weder dich noch mich dazu. Ja, es geht um die Kaderplanung auch, ja, für das nächste Jahr. Viele Spieler wissen nicht, wie es weitergeht, ob sie bleiben können oder nicht. Andere wiederum haben Vertrag, wie zum Beispiel ein Markus Suttner und ein Dominik Fitz. Und diese beiden Spieler, der Routinier und der Youngster, haben in der letzten Woche für angeregte Diskussionen gesorgt über die Themen Hierarchie in einer Mannschaft und Respekt, Christoph Jochum. Markus Suttner, Respektsperson. Die Zeiten haben sich verändert. Die Ansprüche an sich selbst und die Teamkollegen nicht. Es ist einfach schwieriger für ältere Spieler, jetzt, dass da was angenommen wird. Ich versuche es trotzdem. Also ich werde ihnen trotzdem weiterhin auf die Nerven gehen, ob es jetzt mit Kommandos ist oder ob sie jetzt an 5 Meter weiterlaufen müssen, weil sie einfach dann schneller beim Gegenspieler sind. Ich sehe mich einfach in dieser Position, dass ich das machen muss, auch wenn es vielleicht für mich teilweise zu Diskussionen kommt, auch wenn es für die Mitspieler vielleicht nicht so angenehm ist, wenn sie im Spiel einmal öfters angeschrien werden. Nur mit Freundelwirtschaft und nur mit, ja, wir sind eh alles gute Freunde, haben wir keinen Erfolg. Anlass, das Thema mit Suttner zu besprechen, ist natürlich diese Szene vom vergangenen Dienstag. Dominik Fitz gibt den Ball einfach nicht her, führt den Freistoß aus, setzt sich durch, erzielt den Treffer. Dennoch bricht eine Diskussion über das Verhalten des jungen Spielers aus. Experte Marc Janko findet im Studio klare Worte. Diese Situation versinnbildlicht das auch ein bisschen, dass die jungen Spieler, ist mein Gefühl, viel zu wenig auch auf die alten, verdienten Spieler auch hören. Ja. Markus Suttner hat unfassbare Stationen hingelegt, von denen kann ein Dominik Fitz nur träumen. Der muss eigentlich froh sein, dass ein Markus Suttner bei ihm in der Mannschaft spielt. Und wenn der Markus Suttner sagt, gib mir den Ball, dann muss der Dominik Fitz sagen, okay, wo darf ich dann hinlegen? Dass Markus Suttner damals als junger Spieler zum Beispiel einem Milenko Acimovic den Ball weggenommen hätte, undenkbar. Allerdings. Ich hätte es mir nicht getraut, aber ich habe es auch miterlebt, dass halt andere das probiert haben und dann halt auch wirklich zusammengestacht worden sind und einfach klar gemacht worden ist, dass das nicht geht. In der Situation ist aber, finde ich, was anderes. Also ich glaube, das ist schon so, natürlich auch mit Selbstvertrauen, mit Mut. Der Fitz hat gewusst, dass er einen guten Freischuss hat und hat sich das einfach, wollte unbedingt schießen. Das ist für mich besser, weil ich sage jetzt auch, dann hat er ja auch unbedingt das Tor machen wollen. Und das hat uns ja teilweise in der Saison ja auch gefällt. Natürlich hätte ich gerne noch weiter diskutiert, weil ich gerne geschossen hätte. Aber ich habe dann halt mir gedacht, okay, nein, bevor es noch schlimmer wird, gehe ich einfach. Die Hierarchie innerhalb der Austria ist im Wandel. Das ist offensichtlich. In vielen Situationen ist aber dann, wenn zum Beispiel über die Saison hinweg nicht rennt, wer sind dann die auf die ich hingehört wird? Sind das denn dann die Fitz oder sind das dann die Suttners? Also wenn es halt nicht rennt. Und das ist halt das. Deswegen sehen wir da schon in der Verantwortung, da Sachen zu sagen. Fußballerische Klasse haben sie, das ist unbestritten. Aber es heißt auch, einen Matchplan umsetzen. Es heißt, unangenehme Läufe machen, auch wenn ich vielleicht keinen Ball kriege. Es heißt, Zweikämpfe zu bestreiten, auch wenn ich mal vielleicht dabei wehtun kann. Es sind so viele Sachen auch außerhalb. Einer muss vorangehen. Einer muss den Haufen zusammenhalten, einer muss Dinge ansprechen, die nicht angenehm sind. Markus Suttner ist dieser eine. Ja, ganz wichtiger Spieler der Austria und, glaube ich, auch ganz wichtige Figur in diesem Mannschaftssystem, würde ich mal so sagen. Ganz allgemein, Manuel, sind die Jungen selbstsicherer, mutiger geworden? Zu selbstsicher, zu mutig?
Ein bisschen muss ich schmunzeln, weil ich ja beide sehr gut kenne und ich weiß auch, dass der Fitze ein unfassbares Talent hat. Ich kann mich erinnern, wie er dann zu Amateure hochgezogen ist, weil da habe ich meine Karriere rausklingen lassen und habe mir gedacht, der erinnert mich ganz stark an den Zlatko Junuzovic, auch von seiner Art und Weise. Aber er ist unfassbar introvertiert und dann sehe ich jetzt ein paar Jahre später, dass er im Sutte den Ball wegnimmt und ich frage mich, Herr Sutte, warum hast du nicht durchgesetzt gegen ihn eigentlich? Weil das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass der Sutte sagt, alles okay, aber ich setze mich durch. Aber dem vorweggenommen hätte auch sein können, dass es auch Schützen gibt, die eingeteilt sind. Und dann wärst du zu so einer Diskussion gekommen. Ähnlich auch bei einem Elferschützen. Wenn es de facto eine Reihenfolge gegeben und die ist festgelegt und der Einzelschützer sagt, nein, ich fühle mich nicht, oder? Dann käme es zu solchen Diskussionen. Aber das ist eine Grundsatzfrage und grundsätzlich, glaube ich, ist genug darüber geredet worden. Damit ist eigentlich die Akte abgeschlossen und das passt so. Und ich mag eigentlich freche Spieler. Ja, eben. Ob jetzt 20, 30 oder 35, ist mir egal. Jetzt unabhängig eben von dieser Situation, das war ja irgendwie nur der Anlass auch für eine Diskussion darüber, ob die Jungen einfach frecher geworden sind. Und ist das nicht auch etwas Gutes, dass sie sich was zutrauen? Ja, das wollte ich auch damit gerade sagen. Also ich bin ein Fan von jungen Spielern, die frech sind. Also ich kann mich erinnern, an der ersten Training hat mir der Fitze gleich einen Ball durch die Beine gehauen und habe gleich gedacht, Fitze, was soll das eigentlich? Und was war dann? Nein, aber das habe ich mit einem Schmunzeln genommen, weil ich bin ein Fan von jungen Spielern. Ich mag das einfach nicht, wenn sie sich auch im Spiel verstecken. Das ist für mich viel schlimmer, als wenn jemand, der sagt, ich würde einen Freistoß schießen. Aber ich bleibe dabei, das hätte man im Vorfeld schon noch abfedern können vielleicht, wenn es so eine Einteilung gegeben hätte. Aber okay, ich würde es eher sagen, Punkt unter diese Akte. Und ich glaube, die haben sich auch ausgeredet. Es ist ein Tor gefallen, es ist viel Schlimmeres passieren. Schlimmer wäre gewesen, wenn kein Tor gefallen wäre, dann wäre, glaube ich, die Diskussion um einiges größer. Ja, Mittelweg ist natürlich wahrscheinlich am besten. Das heißt, den Respekt den Routiniers gegenüber, aber trotzdem auch Selbstbewusstsein zeigen wollte. Und momentan bin ich auch zu wenig nah dran, aber ich würde sagen, der Fitzi, der tritt gerade respektlos auf. Also in dieser einen Szene sich aufzuhängen, glaube ich, wäre jetzt auch vermessen und auch nicht fair. Ja, spannendes Thema, wie ich finde. Sehr, ja, sehr. Spannend, mit Sicherheit auch das letzte Spiel für die Austria, oder? Das letzte ist es ja gar nicht, aber zumindest in der regulären Qualifikationstruppe. Gruppe gegen Ried. Sie sind live dabei mit Sky Sport Austria. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.